finde, dass die SPD mal daran denken soll, dass wir eigentlich einen guten Koalitionsvertrag haben. Und der ganze Sozialteil ist ja seinerzeit auch von Frau Nahles verhandelt worden. Und ich muss Ihnen sagen, ich kenne aus Sicht der Arbeitnehmerschaft keinen besseren Koalitionsvertrag wie den, den wir haben. Und es ist ja so, dass ich finde, das ist jetzt so ein Gerappel. Wenn man in Umfragen unter 15% ist, nehme ich das Drohen mit Neuwahlen nicht besonders ernst. Ja, aber die Grundrente jetzt für den Koalitionsbruch nehmen? Die Grundrente wollen wir ja auch. Aber es ist auch vollkommen klar, wenn wir das im Bundestag einbringen, müssen wir auch wissen, dass wir im Bundestag eine Mehrheit haben. Denn mit der Grundrente sind ja auch Finanzierungsfragen verbunden. Also wenn man A sagt, muss man auch B sagen und die Finanzierung sicherstellen. Und dafür braucht man natürlich in einer Demokratie auch stabile Mehrheiten. Nicht nur, um das zu verabschieden, sondern auch, um es solide zu finanzieren. Mindestlohn, 12 Euro? Ja, wir haben uns ja entschieden, dass der Mindestlohn nicht von der Politik festgesetzt wird. Und die Wahrheit ist, dass die Mindestlohnkommission in den letzten Jahren nur die Lohnerhöhung bedacht hat, aber alle anderen Fragen ignoriert hat. Und deswegen hat die CDU ja auf dem Parteitag auch gesagt, dass es mit der Mindestlohnkommission so nicht weitergehen kann. Aber ich bin nicht dafür, dass wir politisch den Mindestlohn festlegen, sondern dass die Mindestkommission sich eine neue Satzung geben muss. Denn das Gesetz ist klar. Das Gesetz sagt, der Mindestlohn soll so steigen, wie die Lohnerhöhungen sind. Man muss aber auch bedenken, dass die Leute davon leben können müssen, wenn sie Single sind. Und dass es auch für die Rente reichen muss. Und die Mindestlohnkommission hat nur stur Lohnerhöhungen umgesetzt und hat die anderen Dinge nicht gesehen. Und jetzt ist es so, dass es in der Mindestlohnkommission keine Mehrheit gibt, die Satzung zu ändern, also quasi die Geschäftsordnung. Und das muss natürlich nötig aufgebrochen werden. Aber nur weil die Mindestkommission einen schlechten Job gemacht hat, jetzt den Mindestlohn politisch festzulegen, das ist völlig falsch. Die Kommission, die sagt ja genau dasselbe gegenüber der Politik, die habe keine Entscheidungen gefällt. In welchem Betrag, in Euro und Cent könnte man das denn ausdrücken? Nein, also ich lehne das völlig ab, politisch zu sagen, wie der Mindestlohn zu steigen hat. Dafür haben wir eine Mindestlohnkommission. Und ich finde, Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen hier ihre Verantwortung wahrnehmen. Und das haben sie nach meiner Meinung in den letzten 5 Jahren nicht gemacht. Kann die Union der SPD beim Klimapaket entgegenkommen? Das Klimapaket ist ja ohnehin im Vermittlungsausschuss. Da wird ja ohnehin darüber geredet werden müssen, dass man da zusammenkommt. Was wäre da? Nein, das weiß ich nicht. Nur wenn etwas im Vermittlungsausschuss ist, dann kommt es nicht anders aus dem Vermittlungsausschuss raus, wie es reingegangen ist. Und Investitionen, letzte Frage. Kann man da nicht was draufpacken? Also, was ich weiß, ist, dass die meisten Investitionsmittel zurzeit völlig ausreichen, weil sie schlicht und ergreifend nicht abfließen. Wir haben doch nicht das Problem, dass wir nicht finanzieren können, sondern wir haben das Problem, dass unsere Firmen, insbesondere was den Straßenbau angeht, aber was auch den Ausbau von Internet angeht, schlicht und ergreifend bis oben mit Aufträgen zu sind. Vielen Dank.